offen für Innovation, Netzwerke zukunftsorientiert gestalten. Das ist das Motto des 11. Logistics Forum hier in der Mercator-Halle in Duisburg. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir werden in den kommenden zwei Tagen spannende Vorträge hören. Wir werden heute Abend unter anderem, und das wird auch noch sehr spannend, die Verleihung des Logistics Service Awards erleben und werden natürlich auch noch mit dem Preisträger sprechen. Was wird hier passieren in den kommenden zwei Tagen? Lassen Sie sich überraschen. Jetzt geht's los. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Logistics Forum in Duisburg im Jahr 2010. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich, Sie dann gleich um 18 Uhr im großen Saal zur großen Abendveranstaltung wiederzusehen. Herzlichen Dank. Ja, liebe Zuschauer, in der Ausstellung habe ich ihn gefunden, Peter Abelmann vom Logistikcluster Nordrhein-Westfalen. Herr Abelmann, auch Sie hier vertreten beim Logistics Forum. Wie wichtig ist für Sie die Veranstaltung? Das ist natürlich sehr wichtig. Für uns ist in Nordrhein-Westfalen die größte Logistikveranstaltung, die eben hier stattfindet, als allgemeiner Kongress. Es gibt sehr viele Veranstaltungen mit speziellem Fokus, aber ich sag mal, als Kongress ist eben dieses Logistikforum nach dem Logistikkongress in Berlin die zweitgrößte Veranstaltung und da dürfen wir natürlich als NRW-Initiative einfach nicht fehlen. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg, Herr Abelmann. Vielen Dank. Heidemann. Ja, liebe Zuschauer, bei uns ist einer der Gastgeber des Logistics Forum, Erich Starke, Vorstandsvorsitzender des Duisport. Mit welchem Gefühl gehen Sie morgen Abend nach Hause, wenn Sie sagen, das war ein guter Kongress, was muss da passieren? Ja, dass wir wieder eine gute Teilnehmerzahl haben, aber das weiß ich. Also auch gerade jetzt im Krisenjahr, ich denke, das ist schon, das zeigt, dass jetzt zum 11. Mal dieser Kongress sich stabilisiert hat und auch etabliert hat. Und dass möglichst natürlich viele Leute nach Hause gehen und in der Tat neue Anregungen gewinnen konnten. Das ist ja Sinn und Zweck. Die Kontaktbörse ist ja sowieso gegeben, aber dass man inhaltlich natürlich auch etwas mitnimmt. Liebe Zuschauer, bei uns ist NRW-Verkehrsminister Lutz Liedenkemper. Herr Liedenkemper, Sie haben in Ihrem Vortrag darüber gesprochen, dass das Logistikland Nordrhein-Westfalen ja das Logistikland Nummer 1 ist und vor allen Dingen auch bleiben soll. Was muss denn Nordrhein-Westfalen dafür tun? Also Nordrhein-Westfalen muss weitermachen dabei, die vorhandene Infrastruktur noch weiter auszubauen. Wir verfügen zum Glück über eine gut ausgebaute Infrastruktur auf allen Verkehrswegen. Die braucht aber noch eine Erweiterung. Und deswegen müssen wir an der Erweiterung des Schienensystems genauso arbeiten wie an der Verbesserung der Durchlässigkeit bei der Straße. Und nicht zuletzt der Wasserstraßen, denn auf den Wasserstraßen ist relativ gesehen das meiste Potenzial. Dann würde ich wirklich vorschlagen, dass wir die Gäste heute Abend nicht länger auf die Folter spannen und dass sie den Preisträger des Logistics Service Award 2010 bekannt geben. Das mache ich natürlich gerne und ich darf also Herrn Andreas Götz bitten, zu uns zu kommen. Der Logistics Service Award 2010 wird verliehen an die Bausurf GmbH, vertreten durch Herrn Andreas Götz, Geschäftsführer, für das Projekt Baulogistik, Modell eines eigenständigen Dienstleistungsgewerkes für Großbaustellen, Bauprojekt Palaisquartier in Frankfurt und gezeichnet BVL für den Vorsitzenden des Vorstandes Dr. Klinkner und den Vorsitzenden der Jury. Herzlichen Glückwunsch, Herr Götz. Vielen, vielen Dank und ganz besonders auch der Jury, vielen, vielen Dank für diese Anerkennung, für diesen Preis. Wir sind mächtig stolz darauf, weil es doch einfach viele Jahre gedauert hat, bis wir auch so etwas erreichen konnten. Für uns ist Logistik für ein Bauvorhaben eine sehr, sehr schwierige Geschichte, weil wir bei jedem einzelnen Bauvorhaben andere Bedingungen haben. Andere Rahmenbedingungen, anderes Personal, andere Beteiligte, andere Auftraggeber, andere Firmen und wir müssen jeden wieder einzeln in diese Situation versetzen, dort mit uns zusammenzuarbeiten. Der erste Abend beim 11. Logistics Forum in Duisburg, liebe Zuschauer, kann eigentlich nicht schöner enden als mit ein bisschen Jazz im Hintergrund und leckerem Essen, was hier serviert wird. Und es wird natürlich ordentlich genetzwerkt. Und dabei wünschen wir allen Teilnehmern viel Erfolg. Und wir sehen uns dann morgen wieder beim zweiten Tag mit den interessanten Fachvorträgen. Tschüss, bis dann.